kann ich jetzt. Ach nö, es kommt Lucia und der Professor. Dialga, der Meister der Zeit. Ich kann nicht sagen, ob es wütend oder traurig ist. Aber scheinbar würde Dialga etwas von dir erwarten. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, es fordert dich heraus. Geh schon, stell dich Dialga. Hör auf die Stimme in deinem Herzen und folge ihr. Dialga ist außer Kontrolle geraten, weil es mittels der roten Kette dazu gezwungen wurde, hier zu erscheinen und seine Kräfte einzusetzen. Ich scheine darauf zu vertrauen, dass du es aufhalten kannst. Kev, er wird dich begegnet. Er sagte, dass er nicht glaubt. Wenn er über diese Aufgabe bewältigen kann, dann du. Aber ich glaube an dich. Bitte hilf diesem Pokémon. Seid ihr darunter, was Team Galactic ihm angetan hat? So, darf ich kämpfen? Darf ich speichern? Das war jetzt der Plan, das war nämlich. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Habe ich ein geheiltes Team? Nö, habe ich natürlich nicht. Welche Überraschung. Dialga müsste auch Level 50 sein, theoretisch. Boah, Alter. So, was war angeschlagen mit Team? Also, was heißt. Gehen wir schon damit hin. So, ich versuche es natürlich nicht mit einem Meisterball zu fangen. Ich habe zwar noch einen Meisterball, aber das ist ein anderes Pokémon. So. Ja. Ich hoffe, dass ich es hinkriege. So. Ramaldon. Gut, dass ich vorher gespeichert habe. So, jetzt erzwinge ein. Okay, was ist das denn für ein Level? 47 nur. Gut, gehen wir mal auf Eisstrahl. Setz Antikkraft ein. Antikkraft ist genauso eine Steilattacke, wie ich es auch bin. So, jetzt hoffe ich, dass ich dann jetzt mal vielleicht sogar schon Glück habe, dass ich es vielleicht sogar schon tiefkühlen kann. Ne, kann es nicht. Einmal drauf. Weiteres Volltreffer, weiterer Volltreffer. Zeitenlärm. Was machst denn du? Was machst du mit mir? Wir ballern uns gerade nur mit Volltreffern weg. Ich habe das gerade gemerkt. Ich habe zwei Eisstrahler mit dem Volltreffer gesetzt und der hat seine. Okay. Alles gut, alles gut. Scheiße, das war eigentlich anders geplant alles. Ich setze mal Dunkelklammer ein. Ich wollte. Kann ich es jetzt schon versuchen zu fangen? Ich habe ja Finsterwelle ohne Ende gekauft, deswegen. Ich hatte Flottball ist ein bisschen zu früh gewesen. So, was hoffe ich, dass ich wohl Glück habe? Eins. Zwei. Hopp, haben wir. Aber ein Versuch wert. So, es war ein Versuch wert. Gucken wir es nochmal. Flottball ist zu spät. Oh. Schade, der kappen können. Lichtkanone. Das ist ein Stahl-Pokémon, ein Wasser-Pokémon. So viel sollte es eigentlich nicht abziehen. Zeitenlärm dürftest du auch nur 5 Stück haben, eigentlich, theoretisch. Und ich habe noch genug Items. So, gut, okay. Dann gehe ich auf Kampf und setze nochmal eine Dunkelklaue ein. Jetzt bringt das Viech nochmal einen roten Bereich. Vielleicht habe ich ein bisschen Glück. Noch nicht ganz. Ich habe jetzt Angst, wenn der nächste Attack ist zu killen. Und ich habe keinen Trugschlag. Ich Trugschlag wäre es kein Problem gewesen. Hätte ich gesagt, ich ziehe das Viech bis auf ein KP runter, aber. Da habe ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ich glaube, Trugschlag habe ich gar nicht. Habe ich das an die Attacke? Ich glaube, ich habe mich gar nicht im Moveset. Also nicht im Moveset. Moveset sowieso nicht, aber ob ich die als TM habe, weiß ich gerade gar nicht. Habe ich irgendwas, was ich denn. Womit würde ich dem wehtun kann? Ich habe keine Paralyse. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So. Okay, was haben wir denn so Schönes? Aber ich schmeiß mal einen Hyperball einfach mal rein. Ich hab's was geahnt. Die Alga setzt Schlitze ein. Ach, super. Schon das zweite Pokémon von mir weggekillt. Ich habe aber nichts, was ich dem wehtun, wo ich dem jetzt irgendwie mit einer Dingsattacke wehtun kann, ne? Eisheap, Galoppa mit Flammen, das ist alles ein bisschen blöde gerade. Ich habe nichts, womit ich dem extrem wehtun kann.
Dunklen Orden. Das ist doch bestimmt ein dunkler Ort. Also ich habe es ja schon ein paar Mal probiert, aber... Yes! Finsterwald. Ich hab's. So, die Alga ist gefangen. Aber es bleibt definitiv in der PC-Box. Ich werde es nicht als... als Teammitglied mit reinnehmen. Nein. Boah, ich kann nicht fassen, was du es tatsächlich geschafft hast. Du warst hervorragend. Wirklich, absolut unglaublich. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so aufgeregt, wie das heißt, was bei 60 Jahren. Seit dem letzten Treffer hat der Professor unerbittlich geforscht. Er besorgt um dich, kam extra dann wegen an diesen gefährlichen Ort. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Komm, wir gehen nach Hause. Niemand hat das Recht, die Zukunft anderer oder gar einer ganzen Welt zu bestimmen. Auch wenn es einige Leute schon probiert haben. Sekunde, ich muss mal gerade gucken. Ob hier noch irgendwo ein Item liegt. Ich glaube, hier hinten liegt nämlich meistens immer noch ein Item. Aber doch, da hinten tatsächlich. Ich habe es noch was gedacht. Ein Adamant-Orb. Das ist doch normalerweise so. So. Dann kann ich jetzt hier irgendwie bin ich jetzt hier durch? Ja, ne, eigentlich schon. Weil wir wollten... Sonst würde ich nämlich jetzt hier nach Dings fliegen. Nach Flitburg fliegen, weil wir müssen doch die Eiseninsel machen. Die habe ich noch nicht gemacht. Gut, okay, dann machen wir das jetzt anders. Wir fliegen nämlich jetzt auf Flitburg. Kann ich hier... Warte mal. Ich quatsch mit so sehr. Das war wie früher. Das war gerade die Idee. Erstmal lässt sich hier nicht einsetzen. Wir verarschen jetzt. Frau Maidon. Komm, du kannst inzwischen Schaufel einsetzen. Das setzt sich hier nicht ein. Ich bin jetzt verarschen. Ich muss jetzt echt raus. So, also nochmal. Sag mir bitte nicht, dass ich... Jetzt. Gut. Ja, dann haben wir's. Dann haben wir die... Sperrsäule. Wir haben die Alga. Jetzt sollten wir eigentlich nach Sonneweg. Das wäre jetzt der nächste Weg. Aber... wir haben noch eine Aufgabe, die ich noch nicht gelöst habe. Die ich mir gerne noch angucken möchte. Das hätten wir eigentlich schon vor zig... Folgen machen müssen, um das einfach mal mitzunehmen. Ich habe es einfach schlichtweg vergessen. Ich halte mal kurz mein Team im Stellen und dann mache ich hier einen Folgenbreak. Wir haben auch schon wieder eine halbe Stunde fast für diese Folge. Über eine halbe Stunde gebraucht für diese Folge. Aber gut, und zwar etwas lange Folgen, aber es funktioniert. So. Dann kommen wir fast mit auf die, kommen wir tatsächlich auf die zwei Stunden fast. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt einen Folgenbreak. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's auf die Eiseninsel. Und dann freue ich mich dabei, wenn wir danach die Folge dann nach Sonneweg geht und den letzten Orden irgendwann holen. Ich denke mal so zwei, drei Folgen noch, dann könnten wir den letzten Orden haben. Und dann geht's irgendwann so straight Richtung Pokémon Liga. Dann haben wir auch nicht mehr allzu viel zu tun. Dann sind noch einige Sachen, die zu klären sind, klar. Aber das kriegen wir dann alles nach und nach hin. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Strahlender Diamant. So, liebe Leute, heute geht's weiter mit Pokémon Strahlender Diamant und wir machen heute etwas, was ich schon eigentlich vor ganz langer Zeit mal hätte machen sollen. Und zwar geht's heute auf die Eiseninsel. Wenn ich das überhaupt darf. Ja, darf ich. Und das, was ich habe es eigentlich straight vergessen. Ja, ich weiß, dass wir auch den Wettbewerbsshow vergessen, nicht gemacht haben. Aber ihr könnt ja drunter schreiben, ob ihr Bock drauf habt. Ob wir das noch machen müssen, aber das Ding noch nachholen oder aber sagen, wir machen es eher nicht so. Naja, jetzt gehen wir erstmal zur Eiseninsel und dann gucken wir mal. Weil da gibt es noch etwas. Etwas, was uns definitiv helfen wird. Also wir müssen es machen, wenn wir weiterkommen wollen im Spiel. Das erkläre ich euch aber zugegebener. Zack. So, jetzt gucke ich mich mal hier. Achso, ich kann ja mal Schütz einsetzen wieder. Ich setze mal einen Schutz ein. Ich hoffe, dass ich immer noch welche habe. Warte, machen wir mal anders. Setzen wir mal Frixblizzard ein. Sonderbomben ein. Ach, ja, gut. Okay, ich hätte ja sowieso jetzt Level abgewonnen. Das war jetzt ein bisschen blöde gemacht. So. Und
habe ich einen Schutz hier. Super Schutz. Ich muss mal Topfschutz holen. So, okay. Du weißt, was lustig ist? Aber das heißt, erkläre ich euch gleich. Darf ich dich um einen Kampf bitten? Dass wir dieses Picknick sicherlich zu etwas Besonderem machen. Ich meine, das Lustige wird jetzt wahrscheinlich daran sein, dass wir hier sowas von overpowered sind. Weil, wie gesagt, das hätte man schon vor langer Zeit machen müssen. Die gute Dame an Stangavia. Ja, wie gesagt, das wird für uns eigentlich kein Problem sein. Was hast du für ein Level? 25, 30? Drehung? Ah, alles klar. Dramatisch ist jetzt. Also sollte jetzt eigentlich kein Problem sein, hier locker durchzumarschieren. Wie gesagt, das ist einfach komplett. Ich habe es wirklich komplett einfach vergessen. Ich habe einfach nicht mehr dran gedacht. Deswegen nehme ich es jetzt, ziehe ich es jetzt nach. Genoso. Ich mache jetzt sowieso. Jetzt wird sowieso darauf hinauslaufen, erstmal den Pokédex so step by step in die richtige Richtung zu bringen, dass wir den voll haben bald. Weil ohne das kommen wir sowieso nicht weiter im Let's Play. Deswegen muss ich hierher. Hier bekommen wir nämlich etwas, was uns dabei hilft. Und deswegen ist das ganze Ding hier nicht optional, sondern Teil der Story. Und das ist halt der Plan an der Sache. So, ich gucke gerade, ob ich hier, ja genau, hier weiterkomme, weil da unten ist noch ein Item. Und zwar ist das eine Sprühdose. Super Schutz. Ja, warum nicht? Kann man mitnehmen. So. Und dann gehen wir jetzt hier runter. Die Frage ist, rechts oder links? Ich glaube, es war rechts. Ich bin mir aber nicht sicher. Okay. Dann ist hier unten noch ein Minenarbeiter, den ich gerne mitnehmen möchte. Der Hitarbeitklasse begrüßt euch. So. Onyx. Naja, wie gesagt, es ist jetzt eigentlich nur alles ein bisschen optional. Das ist jetzt alles... beziehungsweise das ist jetzt alles ein bisschen zu einfach. Wie gesagt, ich habe wirklich einfach nicht mehr dran gedacht. Ich ärgere mich da gerade auch ein bisschen drüber, weil ich hätte die Geschichte gerne vorher schon gespielt. Ich wollte sie eigentlich noch machen, aber dann kam ja dann irgendwann die Idee mit Adam dazu. Ich wollte mein letztes Teammitglied unbedingt haben. Das war dann alles ein bisschen fix. Und deswegen dachte ich mir, ach scheiße, jetzt habe ich da noch dran gedacht. Okay, jetzt machen wir es aber jetzt. Gut ist. So, Georg. Georg haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Dementsprechend ist das gar nicht so schlecht für unser Pokédex. Also das ist sowieso okay, weil wie gesagt, ihr müsst hier hin. Ihr müsst hier hin. Wenn ihr jetzt im Spiel weiterkommen wollt, müsst ihr hin. Wie gesagt, erkläre ich euch dann auch warum gleich. So, da unten ist noch ein weiterer Trainer und ein Item. Aber da oben auch ein Item, das heißt, ich gehe da kurz hoch, hole mir das Item, was hier oben liegt. Und zwar ein Top-Äther. Also kann man alles gebrauchen, das sind Dinge, die man definitiv alles mal gebrauchen kann. Und Top-Äther, glaube ich, halt AP. Und das können wir sonst nicht machen. So, den Trainer nehme ich jetzt gleich mit. Ich werde nur kurz hier die... Oh, TM23 Eisenschweif. Auch keine so schlechte Idee eigentlich, keine so schlechte Attacke. Während ich hier die Aufzüge prüfe, kann ich auch gleich dich mitprüfen. Naja, ich muss dich geprüft werden, keine Sorge. So, ein weiteres Georock, was uns als Gegner bevorsteht. So. Tschüss. Alles die Mutter ab, kein Problem verstehen können. So, hier geht's. Geht's hier nicht weiter? Okay. Alles nur. Warum nicht? Warum geht's hier nicht weiter? Also gut, dann war es doch der andere Weg. Dann war das. Aber wie gesagt, wir haben trotzdem ein bisschen was mitnehmen können. Wir haben nämlich die TM23 Eisenschweif mitnehmen können. Die uns ein bisschen was hilft. Und ich möchte ja, wie gesagt, alle Orte erkunden. Oh, was haben wir hier? Und du bist...
Oh, Kev, also, ich bin Urs. Ich bin ein Trainer. Und ja, ich weiß, es ist etwas seltsam, dass es mich zum Training ausgerechnet hierher verschlagert. Warte mal, können wir zusammen weitergehen? Die wilden Pokémon in dieser Gegend sind nicht zu unterschätzen. Und ja, ich schließe mich Urs an. Für mich sind die Gegner kein Problem. Wenn der Pokémon verletzt wird, heile ich sie für dich. Oh, das ist wichtig. Das ist cool. Was haben wir denn hier noch? Ach, zwei Wanderer. Nimm mal die mit. Ohne merken, das ist ein Kampf ein angemessener Gruß. Hier der gute Wanderer hat beim Anblick von Felsen einen Energieschub und es ist halt Zeit, etwas Dampf abzulassen. Und los! So, zwei kleine Wanderer. Mit Georock und Zubat. Naja, okay. Es ist nicht die große Macht. Aber ja, du, der Lucario. Lucario haben wir noch gar nicht gesehen. Lucario haben wir noch gar nicht gesehen. Dann nehme ich erstmal das Georock aus dem Rennen. Lieber gerade ein bisschen. Also nicht, dass ich gegen irgendetwas da Probleme mit hätte. Das Super wäre auch kein Problem gewesen. Aber das Georock nehme ich lieber. Talk. Und tschüss. Aber ihr habt noch welche, ne? Hornix und... Marshock. Gut, einen Steinhagel kann ich also jetzt nicht einsetzen. Gut, dann machen wir das anders. Dann setze ich jetzt ein Marshock nehme ich jetzt mit dem Eisstrahl aus dem Rennen. Wenn das dürfte eigentlich nicht überleben. Doch, tut das. Okay. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte mir, ja. Damit ich jetzt nicht gerechnet, okay. Das. Ich hätte jetzt eigentlich erwartet, dass sie beide mit rausnehmen aus dem Match, aber. Naja, alles gut. Okay, mal. Jetzt können wir ja schön AP verbrauchen. Wir erhalten uns ja jedes Mal wieder. So. Level 51 für Kramchef. Genau. Entschuldigung. Golbat. Und drauf damit. So, dieses Golbat hat kein Problem. Ist weg. So, die beiden sind besiegt. Hola, die. Okay, ich habe mich wieder beruhigt. Gut. Okay. So, dann gucke ich mir mal hier da oben an, weil da oben ist bestimmt auch noch was. Das ist nämlich ein weiteres Item. Ich lasse jetzt bewusst erstmal gerade die ganzen Schutze raus. So, warte mal, ich mache das jetzt anders. Ich werde jetzt was mit. Ich muss jetzt tatsächlich etwas machen, was ich eigentlich normalerweise ungern mache. Und zwar werde ich jetzt meinen Rexblazer aus dem Team rausnehmen. Bewusst aus dem Team rausnehmen. Hat aber andere Gründe. Aber genau, das erkläre ich euch alles gleich noch in aller Ruhe. So, hier sind noch zwei Minenarbeiter. Ich will das Item da oben nämlich noch haben. Die Leute von der Flipmark Arena nutzen diesen Ort für ihr Training. Hey, das kann nicht viel Platz. Mein Spielwitz-Trick gegen mich an. Gut. Was haben wir denn? Habe ich gerade Quapozzi und Klein? Ne, Quentin. Okay. Ist der mit so was mit Kugel? Jetzt sagt man ja Quapozzi. Okay. So, welches Mal nimmst du? Ich kümmere mich mal. Ach, mir ist es eigentlich egal. Ich brauche gar nicht um Schaufel ranzugehen. Ich gehe auf Onyx mit meinem Eisstrahl. Gegen den Falltreffer kann er sowieso nichts machen. Ich hätte auch ohne Falltreffer, glaube ich, nichts machen können. Kaffee. Ein Stardust. Aber Stardust kennen wir auch schon von der Arena. Du hast noch ein Onyx, okay. So, das heißt. So, was so rum. Nehme ich das Onyx jetzt mal raus aus dem Rennen. Und du setzt eine Kraft an.
Ah, Paralyse. Ja gut, die Kraftwelle ist natürlich der Vorteil, dass du eine Paralyse kriegst. So, was hast du jetzt noch als Gegner? Ein Georock. Gut, dann nehme ich das Stalos mal raus. Weil ich gehe jetzt auf Schaufler und hol mir das Stalos. Katapult. Beide wollten noch meinen Ramaidon. Aber keiner macht's. So. Stalos ist Geschichte. Ich hoffe, dass man mich jetzt klar und deutlich versteht übrigens in der Aufnahme. Wenn nicht, bitte unter die Kommentare schreiben. Und falls ihr euch wundert, dass mein Handy auf laut ist und falls es klingelt, das liegt daran, dass ich heute auf Bereitschaft bin. Das heißt, wenn irgendwas auf der Arbeit ist, muss ich da hin und dann hier abbrechen. Aber das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon gesagt. Werde ich auch in jeder Folge sagen. Also wie gesagt, es kann alles passieren, dass ich jetzt auch von jetzt auf gleich sagen muss, ich ein bisschen Break machen und beim nächsten Mal weitermachen. So, also. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert. Es kam ein Anruf heute Morgen um 4. Es war aber nur eine Frage, aber es ist okay.